Alter! Servus Leute! Gelli und Bär wieder am Start und schaut euch dieses Bombenwetter an, das Sommer kommt! Ich bin sowas von happy. Pass auf, jetzt kommt ja die Überstory. Wo geht's denn dahin? Warum fahren die alle da raus? Ich habe mir einen neuen Kettenkit verbaut. Ich fahre jetzt die Autobahn heim, weil ich habe ein bisschen einen Zeitdruck wegen meinem Urlaub nächste Woche. Darum kann ich leider nicht so viel herumfahren, obwohl das Wetter so geil ist. Aber so kann ich mich besser auf den Motovlog konzentrieren. Wow, das ist geil. Also, folgendes. Um die Story mal fertig zu kriegen. Ich habe einen neuen Kettensatz montiert. Von Enuma. Weil die haben dieses patentierte Schraubschloss. Also da braucht man kein Nietwerkzeug. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich habe mal... Also diese genieteten Ketten, die waren mir ja bekannt, nur dieses Geschraubte, da habe ich am Anfang nicht so glauben können, dass es gut funktioniert. Ich kann euch nur sagen, kauft euch ein Schraubschloss dazu. Es zahlt sich wirklich aus, es ist total easy zu montieren und geht extrem schnell. Also vor allem bei einer Einarmschwinge geht das wirklich sehr schnell. Bevor jetzt jemand in die Kommentare hineinschreibt, warum ich kein Video vom Kettenwechsel gemacht habe, also von dem ganzen Antriebssatzwechsel, weil ich habe das Ritzel, die Kette und das Kettenrad hinten gewechselt. Ich habe das selber zum ersten Mal gemacht und mir wäre es ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich das voll verkackt hätte. Darum habe ich mir gedacht, ich hau das Video mit dem Kettenwechseln irgendwann einmal nächstes Jahr oder so dazu. In Wirklichkeit war ich ja nach einer halben Stunde fertig mit dem Kettenwechseln und eigentlich wäre das ein super Video geworden. Aber ich wollte mich da mehr aufs Umbauen konzentrieren und dass ich selber keine Fehler mache. Was ich euch allerdings schon sagen kann, das mit den Bremsen, das kommt garantiert. Also das kann nicht mehr lange dauern, wenn ich den Umbau gemacht habe mit den Bremsen. Das wird heute passieren. Das ist bei den Brembo-Bremsen eigentlich überhaupt kein Problem. Alter, da staut er sich schon. Okay, ich verstehe. Aber wenn er sich da schon staut... Das ist heftig. Das ist wirklich heftig, weil dann habe ich einen langen Heimweg durch den Stau da durchfahren. Ich hätte durch die Stadt fahren sollen. Ich habe bei dem Kettenrad, also bei dem hinteren... Zahnrad, zwei Zähne mehr genommen. Für alle, die sich jetzt überhaupt nicht auskennen mit Motorrädern, zwei Zähne mehr bedeutet so viel wie beim Fahrrad, wenn man bei der Kette umschaltet und es springt hinten in ein größeres Kettenrad rein. Also es ist praktisch eine andere Übersetzung, aber sie fahrt sich wie wenn sie einfach, weiß ich nicht, wie wenn man einfach Anabolika im Tank reingespritzt hätte. Im Zuge dessen, also ich habe da sehr viel Hilfe von allen möglichen Leuten gekriegt. Im Zuge dessen mag ich mich bei euch allen nochmal bedanken. Ich habe zwar eine ganz kleine Community, sehr überschaubar, aber jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Problem habe beim Bike oder wenn ich eine Frage habe oder wenn ich eine Entscheidung brauche, designtechnisch, ihr seid immer da und ich finde das echt geil. Also alleine die Kommentare, die ich da immer drunter bekomme, jetzt kommt die Polizei, na super. Jedes Mal, wenn ich eine Frage... warten wir mal ab, bis die da vorbei sind, weil wer weiß. Die Feuerwehr. Okay, das ist nicht die Polizei. Ja. Alter, das ist aber echt zart da. Also ich krieg da jedes Mal so viel Response von euch. Ich muss einfach einmal Danke sagen. Wir sind bald 300 Abonnenten in der Community. Da kommt natürlich ein 300er Abo-Special. Ich habe mir das auch schon überlegt, was es wird.
Also lasst euch überraschen, es wird wirklich geil. Also ich habe mir da echt was Geiles überlegt. Oh, da ist ein Unfall passiert. Das ist nie gut, da ein Unfall. Das ist meistens schier. Oh, und da ich keinen sehe, ist das noch viel schierer. Da auch, oder was? Auf beiden Seiten ein Unfall? Was soll denn das bitte? Da ist aber heute einiges los. Hallo? Auf jeden Fall danke, 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 danke. Diejenigen, die mir da am meisten geholfen haben, vor allem bei der Kette zum Beispiel. Gabriel, fühl dich angesprochen. Danke für deine Hilfe, du hast mir da wirklich sehr weitergeholfen, weil ich hatte so ein klackerndes Geräusch. Ich werde euch das kurz einspielen, das Video. Und ich habe ihm dieses Video geschickt und er hat zu mir gesagt, stay cool, das kann nur an der Kette liegen, das kann nicht die Antriebswelle oder so sein, ja. Und das hat mir schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil nach 2,5 Jahren wollte ich keinen Getriebeschaden haben und es hat sich wirklich schlimm angehört. Jetzt Kette gewechselt, alles läuft pipi-fein, sogar noch besser als vorher. Durch die andere Übersetzung, also es macht total Fun, ich weiß nicht, es ist wirklich geil und ich freue mich schon so sehr, wenn ich euch das 300 Abo Special zeigen kann und präsentieren kann. Ihr werdet Augen machen, also ihr werdet abschnallen, sagen wir so. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Gelia, bye. Und jetzt wieder einen Nagel hineinfahren in den Reifen, vor der Kroatienreise, das wäre geil. Das wäre schon wieder typisch Gelliot.